Deutschland wird von einer Kältewelle erfasst, und zwar von einer massiven Kältewelle. Aber zuerst kommt Schnee, und zwar im ganzen Land. So, das ist der Schneefall, den wir schon gesehen haben die letzten Tage. Aber nicht nur in der Mitte fällt Schnee, nein, auch im Norden fällt Schnee. Denn hier sehen wir einmal, dass Schneefall hinzieht, und zum anderen haben wir hier starke Schneeschauer in Schleswig-Holstein insbesondere. Da ist es auch noch sehr windig, da kann es auch Schneeverwehungen geben. So. Und auch im Süden und im Westen kommt Schnee an. Insbesondere am Mittwoch sehen wir, wie ein Schneefallgebiet hier einmal durchzieht. Da gibt es auch nochmal richtig Schnee. Das heißt, zum Ende der Woche werden wir in ganz Deutschland eine geschlossene Schneedecke haben. Am meisten Schnee nach wie vor hier in der Mitte. Aber im Norden gibt es Schnee, im Süden gibt es Schnee, im Westen vielleicht ein bisschen weniger. Aber es ist eine Schneedecke vorhanden, und das passt auch ganz gut zur allgemeinen Temperaturlage, denn es wird ziemlich kalt werden. Wenn wir mal auf Montag gucken, dann sehen wir, dass die Temperaturen, also die Höchstwerte, teilweise bei minus 10 Grad liegen, die Höchstwerte. So. Und diese Kaltluft breitet sich weiter aus. In den Nächten haben wir dann Werte von bis zu minus 20 Grad, erstmal in der Mitte zum Wochenanfang, aber das ändert sich dann zum Wochenende hin, denn diese Kaltluft kommt immer weiter nach Süden voran, und da sehen wir dann schon Werte am Donnerstag minus 16 Grad in Nürnberg, also sprich diese Kaltluft, die flutet tatsächlich das ganze Land, Dauerfrost setzt ein, und das sehen wir hier, also da ist nichts mehr zu holen, es ist verdammt kalt in Deutschland, und nicht nur im Osten, nicht nur im Norden, nein, im ganzen Land herrscht Dauerfrost. So, wenn wir uns jetzt mal die Winterluft angucken und uns fragen, wie lange hält das an, bleibt das länger oder ist das nächste Woche schon weg, dann schauen wir mal hier in die Höhe, das ist jetzt so 1500 Meter Höhe, da kann man Luftmassen erkennen. Da sieht man hier am Dienstag sozusagen diesen Winter, wie er bis nach Großbritannien geht. Man sieht auch, dass er so ein bisschen zurückweicht in der Woche, und davon merken wir ein kleines bisschen was in Deutschland, aber zum Wochenende hin setzt eine neue Kältewelle ein und dann schwappt das Ganze wieder hier rüber. Und das ist auch das, was man erwarten kann. Also es bleibt kalt und es kommen immer wieder so kleine Kältewellen aus Osten, und wenn man hier mal aufs Datum guckt, das ist schon der 16.2. Das heißt, bis Mitte oder sogar bis Ende Februar bleibt es auf jeden Fall kalt. Der Winter bleibt, und das auch in ganz Deutschland. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf wetter.com.